Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country, wie hieß das? Super Mario 3D World. Wir spielen heute mit unserem Lieblingstoad, dem Blauen. Nee, wir können eh keinen anderen nehmen. Ja. Freut mich auf jeden Fall, euch wieder hier begrüßen zu dürfen. Wir schließen heute die vierte Welt hoffentlich ab. Nee, die fünfte. Wir sind ja schon viel weiter. Schleichgang unter Scheinwerfern. Auf jeden Fall hoffe ich, dass der Ton dieses Mal wirklich laut genug ist. Das war ja in Start von Splatoon 2 schon ein Problem. Ich glaube in den letzten 3D World Parts auch allgemein. Weil ich das leider mittlerweile oft vergesse. Ist natürlich nicht mit Absicht. Sie sehen mich dann dauerhaft, okay. Katze? Nee, keine Katze. Oh Gott, aber ein Tanuki, den nehme ich. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte gerade Odyssey im Kopf. Und hatte gerade gedacht, dass ich die kapern kann. Ist natürlich Fehler. Sollte man nicht probieren. Für was brauche ich das Ding? Hey, für gar nichts? Habe ich was verpasst? Hier. Ich habe nichts verpasst, außer höchstens einen Stempel. Junge, ihr seht, was hier abgeht. Es tut mir leid. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. In den Blöcken ist nichts drin. Okay, danke. Münzen. Ach Gott. Okay, scheiß drauf, den Stempel habe ich dafür. Komm, da muss ein Tanuki irgendwo sein. Nein? Warum ist da nichts? Hier hinten ist... Hä? Hier ist eine... Rätselbox. Wie mache ich das? Komm her, Licht. Hier, kommt her. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal offen. Ich sammle aber erst die roten Münzen. Was jetzt auf gar keinen Fall so ein großer Fehler war. Im Gegenteil, es wird mir vielleicht helfen hier drin. Ach Gott. Ach Gott. Ich sehe nix. Nö. Bis dahin. Musste kurz einfach Pause machen. Das ist viel zu krank, das Level. Ich habe aber auch wirklich nichts gesehen durch die ganzen blöden Kugelbillies. Ich sehe wieder nichts. Es ist so ein Betrug. In 3D World für die Switch werde das jetzt gespeichert bleiben. Hier leider nicht. Okay, hier kann man sich hinter verstecken. Das ist mega cool. Okay. Nur wenn man zu blöd dafür ist. Ach du Scheiße. Wer hat sich dieses Level ausgedacht, bitte? Hallo, Licht, bitte. Hierher. Mach den Stern auf. Danke. Wenn da jetzt noch irgendwie was kommt, ne? Irgendein Zwischenboss oder so, ich raste aus. Und ihr dürft das jetzt nicht zerstören. Ich muss da hoch. Okay. Hier haben wir erstmal 100%, auch Fahnenstange. Circa 5 Minuten ist tatsächlich ganz okay für ein Level in der fünften Welt, würde ich sagen. Ein Suizid, aber das zählt nicht als Fail, oder? So. König Klonks Kastell.
Ist das an Castle angelehnt? Weil wir spielen ja hier in Castle. Och nein. Und dann noch einer meiner Hass-Castle. Ich weiß nicht, ob wir den Boss first tryen. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Wie immer. In diesem Spiel. Die Katze müssen wir, glaube ich, behalten. Die Katze müssen wir, glaube ich, bis zu Ende behalten. Ich weiß jetzt nicht, ob da was war. Hier sind auf jeden Fall Krü Hier dieser Ring. Den habe ich, den grünen Stern. Ist auch der erste? Ja. Ist aber irgendwie gar nicht aufgebaut wie ein Castle, oder? Oder was meint ihr? Man ist zwar auch in eins reingegangen, aber es fühlt sich nicht an wie eins. Ich nehme den Tanuki. Ist mir jetzt einfach sicherer. Falls ich den wirklich brauche. Könnte auch in einem anderen gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher, ob. Also, falls ich die Katze wirklich brauche. Och nein. Hier gibt es aber nochmal eine. Irgendwo ging es rein. Ich glaube ins. Nee, da ist einfach nur ein Stern drinne. Ist der zweite. Ich habe keine Ahnung, wo der scheiß Stempel ist. Hier, meine Erinnerungen täuschen mich nicht. Nicht dieses Mal. Okay, dass es nach der Halbzeit nochmal eine Katze gibt, ist sehr sozial. Ich nehme jetzt allerdings meinen Tanuki. Weil ich werde mich nicht umbringen. Hier müsste nämlich der letzte Grünstern, ja. Kommt man nur mit Katze hoch. Ich mach's dann nochmal. War jetzt nicht besonders schwer. Erstmal besiegen wir. Wie hieß er? König Castle? Ich weiß es nicht. Castell. So, wenn er so auf der Erde liegt, dann könnt ihr einen Sprung auf ihn ausführen. Und dann wird er Schaden nehmen. Nach jedem Treffer wird er übrigens etwas von der Kampffläche zerstören. Was natürlich ein großes Problem ist. Das sollte ich euch, denke ich, nicht sagen müssen. Oh Gott, das verwirrt mich. Aber drei Treffer sind trotzdem wenig und das haben wir easy geschafft. Schade, dass uns jetzt der eine Grünstern fehlt. Hey, wie soll man denn ohne Toad die ganzen Münzen so schnell kriegen? Steigen eigentlich unsere Leben oder sinken sie mit der Zeit? Ich gucke gar nicht wirklich drauf. Aber ich denke mal, dass sie steigen, weil so schlecht sind wir bisher gar nicht. Außer im Schlemmerland vielleicht, das eine Mal. Auch hier noch die Goldflagge. Heißt es Goldflagge? Fahnenstange. Ja. Oder mache ich es nochmal mit euch zusammen? Ich denke mal nicht. Weil das ist Zeitverschwendung für euch eigentlich. Ihr müsst euch das ja nicht nochmal angucken müssen. Deswegen schneide ich euch das einfach. Bin ich nicht sozial. Aber erstmal hier noch die Animation der Fee, die wir jetzt gerade gerettet haben. Und es hieß König Klonks Kastel. Ich habe die Katze mittlerweile. Hat allerdings mein Tanuki verloren. Aber ist auch nicht so wild. Dann setze ich sie einfach kurz davor ein. Jetzt nur keinen Mist mehr machen. Dann wird das auch Katze nehmen und den letzten fehlenden Grünstern holen. Geht ganz klar. Ich habe es übrigens mit Mario gespielt. So, jetzt sollte es schärfer sein.
Hab leider einen Gegentreffer genommen, aber das passiert. Die Münzen sammle ich jetzt nicht nochmal alle. Hä? Weitsprung? Ach so. Der wirkt aber mit Mario richtig lame. Na, er geht schon. Kriegen wir die mit Mario auch noch? Mal gucken. Nö. Aber das bleibt jetzt trotzdem mit Toad gespeichert, oder? Weil ich hab sie ja einmal. Wenn nicht, wäre das ganz schön abartig. Doch, sie bleibt. Wäre auch lächerlich gewesen, wenn nicht. 140 Grünsterne besitzen wir mittlerweile, was einiges ist. Und wir kommen in die Wolkenwelt von Super Mario 3D World. Wir gucken selbstverständlich nochmal auf die Statistik, ob wir wirklich alles haben. Nein, das ist nicht die Statistik. Ja, und wie ihr seht, das Spiel neigt sich scheinbar dem Ende zu. Und das sieht gut aus. So, wir spielen auf jeden Fall Reise per Glasrohrpost 6-1. Mit Toad natürlich wieder. Ach, bin ich dumm. Stammen diese Feuerpiranhas nicht aus NSMB 2? Gib mir bitte ein, danke. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nö, dann bringe ich mich um. Nee, Gott. Ja, genau. Ich habe so jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Egal, ich kann den grünen Stern ja trotzdem noch kriegen. Von daher war das mit dem Umbringen eigentlich wieder komplett dumm. Muss mich gar nicht umbringen. Von daher alles gut. Hier bekomme ich sowieso wieder einen Superpilz. Was ist hier? Nichts. Einfach nur, damit man wirklich per Glasscheiß reisen tut. Da werde ich nicht reinspringen. Empfehle ich keinen. What? Ich denke, das habe ich relativ okay gemacht. Okay, direkt durch. Stempel nicht vergessen. Also ich weiß nicht, wo er ist, aber ich darf ihn halt nicht vergessen, wollte ich damit sagen. Da habe ich unsichtbare Blöcke gesehen. So leicht könnt ihr mich nicht täuschen. Damit wird's scheinbar einfacher. Ja. Ach, noch eine Feuerblume, wie sozial. Na. Komm, jetzt schnell. Din, 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 din. Hey, das sieht mir aber sehr, sehr, sehr verdächtig aus. Ich hasse dich so sehr. Komm. Haha, ich gehe jetzt nicht zurück und dann komme ich trotzdem hoch. Luschen. Nee, ist alles nicht Spaß. Aber ich finde es komisch, dass man so oft abkürzen kann. Also nicht abkürzen, ist ja jetzt keine Abkürzung gewesen. Darf ich die behalten? Nö. Aber, dass man es trotzdem noch so oft ohne Power-Up schafft, wenn man einfach nur zeigt, dass man es kann. Das finde ich gut. Ach, wenn ich das nicht gut finde hier. Denn hier werden wir sterben, weil er einfach nach links geht, anstatt nach rechts, obwohl ich nach rechts gedrückt habe. Ding, 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 ding. Och Mann!
Das ist wieder nur zum Ärgern, sowas. Hä? Ich weiß auch nicht, wo der scheiß Stempel sein soll. Ich könnte so ausrasten, wie in diesem Spiel. Das ist nicht dein Ernst, oder? Bum, 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 bum. Kannst du es für mich aufmachen? Das ist nicht dein Ernst. Toll, du bist so ein Vollidiot. Man schafft es trotzdem noch. Die Piranha-Pflanze darf ich ja sowieso nicht behalten, leider. Und diesmal nicht kein Betrug, bitte. Das war so dumm. Nee, doch nicht. Den Fuß ist hinterher, oder? Das ist das Schlauste, was ich machen. Nee. Nee, 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 nee. Oh Gott. Was ist das denn jetzt? Warum ist da Captain Toad drin? Hä? Was macht er da? Ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall den Stempel suchen. Das würde ich sagen, machen wir auch zusammen, weil ich keine Ahnung habe, wo das ist. Wenigstens alle drei Grünsterne. Was ja immer ein etwas ist. Danach kommt mal wieder ein Geisterhaus. Ich weiß. Klar, die Parts sind bei mir wahrscheinlich nicht so erfolgreich wie bei anderen, aber denk, sie sind immer noch angemessen erfolgreich. Ihr müsst halt wissen, ich bin immer noch nicht so gut in dem Spiel. Merkt man wahrscheinlich jetzt vor allem wieder. Keine Feuerblume. Den Stern nehme ich trotzdem gerne. So, und jetzt mal kurz gucken. Er könnte natürlich auch irgendwo am Ziel gewesen sein. Vielleicht hat ihn der Captain Toad, ich weiß es nicht. Ach, und ab. Wird man sogar belohnt. Das ist er ja nicht. Das auch nicht. Dann riskiere ich das auch nicht. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Aber ich weiß wirklich nicht, wo der sein soll. Ich finde ihn ja nicht. Der Bereich sah mir eigentlich komisch aus, weil hier ja gar nichts wirklich ist. Oh Gott, nicht die Feuerblume verlieren. Hier ist was. Aber ansonsten nichts. Hä? Wird ihr mich für blöd verkaufen? Wo soll denn da sein?
Ich puste schon ins Wii U Gamepad, um vielleicht unsichtbare Dinger zu sehen. Aber ich sehe trotzdem keine. Hä? Könnt ihr mir doch nicht sagen, dass ich der Einzige bin, der das nicht checkt. Okay, das war gut, dass er jetzt was anderes gemacht hat, als ich gedrückt habe, weil ich habe eigentlich zu den Fuzzies gedrückt, was mich natürlich umgebracht hätte. Oh Gott, schnell, 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 schnell. Oh hier, was soll ich denn hier machen? Captain Toad abwerfen? Ich weiß ja auch nicht, was er da macht. Meistens hat er doch was für mich, oder nicht? Ja, hallo, was? Das check ich nicht. Der gibt mir nichts. Dann gucke ich nach. Sorry, ich weiß nicht, wo er ist. Sieht aber gut aus, das Spiel. Die Musik ist natürlich auch gut. Falls ich das noch nicht erwähnt hätte. So, dann bis gleich. Wie heißt das Level? Reiseberg per Glasrohrpost. Ich schwächt jetzt leider das Level mega ab. Ich habe jetzt mich für Peach entschieden. Ihr braucht leider eine Katze, die es nicht im Level gibt. Schade. Sowas schwächt für mich die Level leider immer ein wenig ab. Nicht nur ein wenig, weil ich muss jetzt extra Welt 1 spielen. Das hätte nicht sein müssen. Vor allem, weil man ja quasi vom Spiel gesagt bekommt, hey, nimm die Feuerblume. Weil die hier viel nicer ist. Ist sie auch. Ich hab mir aber gedacht, dass hier irgendwas ist. Ich weiß nicht mehr wieso. Aber ich hab irgendwie mich an was erinnert. Ihr müsst halt wissen, ich habe das Spiel relativ weit von Domtendo gesehen. Auf Twitch damals, als noch lief. Ja, schade. Hätte nicht sein müssen, Nintendo. Aber wen sagst du das, ne? So einiges hätte nicht sein müssen. In den ganzen Jahren. Sie haben trotzdem auch sehr viel richtig gemacht, finde ich. Auch mit diesem Spiel. War jetzt ein tolles Spiel. Auch wenn das Level jetzt leider etwas schwächer ist, als ich es ranken wollte. Ich habe gedacht, dass irgendwas Cooles mit Captain Toad ist, dass du ihm irgendwie hinterher, weiß ich, wie nennt man das denn? Gleiten musst. Oh nö, ist leider nur sowas Lames. Und es ist sogar ein Captain Toad Sticker, willst du mich verarschen? So, aber der Part ist trotzdem noch nicht vorbei, nicht nur deswegen, weil wir haben auch noch was anderes. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber ich habe es auf jeden Fall schon gespottet. Nicht nur meinen Lieblingsautomaten, sondern auch ein mögliches Versteck der Hammerbrüder. Feuerbrüder. Das haken wir jetzt noch schnell ab. So klingt es für mich besser. Und dann war es das mit dem Part. Hier ist es nämlich. Ja, ist ein Feuerbruder. Das dritte Versteck nämlich schon. Da es immer noch Toad sein Part ist, macht das hier Toad.
What? Aber warum sind denn hier alles? Nice. Okay. Mit Katze relativ easy. Ohne wüsste ich nicht, wie ich das hätte machen sollen. Aber okay. Ich bedanke mich auf jeden Fall hier für eure Aufmerksamkeit dieses Parts von Let's Play Super Mario 3D World. Es wird mittlerweile immer schwerer. Hoffe, euch beim nächsten Part wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Speichervorgang. Bis dann.